Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die Außenpolitik des Dritten Reiches und zwar auf die vorerst letzte Folge, die Folge zum Thema Polen, wie also das Deutsche Reich mit dem polnischen Staat umgehen sollte am Ende dieser Entwicklung 1938-39 und wie dann schlussendlich Europa in den Zweiten Weltkrieg stürzen sollte. Was also in dieser Zeit passierte und wie es schlussendlich zum Krieg kommen sollte, darüber geht es jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Im Jahr 1938 hatte Adolf Hitler seine aggressive Außenpolitik auf ihren Höhepunkt geführt. Er hatte nicht nur Österreich im sogenannten Anschluss an das Deutsche Reich annektiert, sondern auch das tschechische Sudetenland an das Deutsche Reich annektiert, eine Region, die traditionell vor allem von einer deutschen Bevölkerung besiedelt worden war. Und schlussendlich hatte er 1939 dann im März die Tschechoslowakei endgültig zerschlagen. Er hatte die Slowakei in die Unabhängigkeit gedrängt, damit einen Rest tschechischen Staat übrig gelassen, den die Wehrmacht dann schlussendlich einnehmen sollte und damit das Protektorat Böhmen und Mähren begründen sollte. Damit war Hitler nun seinem Schritt eines Ostfeldzuges ein gutes Stück näher gekommen. Der letzte störende Eckstein auf diesem Weg war der polnische Staat, der hier immer noch die Expansion Richtung Osten behinderte. Doch anders als man vielleicht denken mag, hatten die Nationalsozialisten 1938 offenbar versucht, Polen zunächst einmal als eine Art Vasallenstaat an das Deutsche Reich anzugliedern. Man hatte bereits Ende Oktober Verhandlungen mit der polnischen Regierung aufgenommen und hatte versucht, die Polen dazu zu bringen, sich dem Deutschen Reich politisch anzunähern. Die Verhandlungsmasse, die die Deutschen hier in den Ring warfen, war vor allem zu diesem Zeitpunkt die Tschechoslowakei gewesen. Denn die tschechischen Gebiete waren natürlich auch interessant für Polen. Denn Polen hatte ja auch nach dem Ersten Weltkrieg mit der Zweiten Polnischen Republik einen neuen Staat begründet. Und dieser Staat war natürlich immer noch in gewisser Weise im Wachstum begriffen. Und wenn man jetzt den Polen verschiedene tschechische Gebiete zusagen würde, so die Idee der Deutschen, dann würden die sich den Deutschen viel stärker annähern. Man legte sogar noch einen drauf und kam auch mit der Verlängerung des Nicht-Angriffspakts zwischen Polen und Deutschland, wollte das Ganze auf eine unbestimmte Zeit verlängern und damit den Polen gewissermaßen ein Sicherheitsgefühl geben, dass die sich eben keine Sorgen mehr vor den Deutschen machen müssen. Doch die Bedingungen, die die Deutschen hier an die Polen stellten, waren im Grunde für die Polen nicht annehmbar. Denn die Deutschen hatten natürlich auch Forderungen auf der anderen Seite und diese Forderungen waren natürlich, dass man vor allem die Stadt Danzig nun endgültig in das Deutsche Reich eingliedern wollte. Und insbesondere Danzig war natürlich eine Stadt, die seit dem Ende des Ersten Weltkrieges in gewisser Weise natürlich auch symbolisch für die neue Freiheit des polnischen Staates stand. Und diese Stadt nun an die Deutschen abzugeben, das war natürlich nicht annehmbar. Eine Annahme der deutschen Bedingungen durch Polen wäre natürlich aus deutscher Sicht zunächst mal ein großer außenpolitischer Erfolg gewesen. Denn damit hätte man vor allem eine stabile Ostflanke gehabt für den Fall eines Krieges mit den westlichen Mächten Frankreich und Großbritannien. Denn dann hätte man einen Angriff der Sowjetunion nicht wirklich fürchten müssen, denn die hätten immerhin erstmal es mit den Polen aufnehmen müssen. Doch tatsächlich sollte sich, wie wir ja wissen, die Geschichte anders entwickelt. Dass die Polen schlussendlich den deutschen Forderungen nicht zustimmten, hatte zum einen mit den Bedingungen der Deutschen zu tun, aber auch zum anderen mit dem Selbstbewusstsein der Polen selbst. Denn die polnische Regierung war der Meinung, wir sind nicht der Vasall der Deutschen und wir sind schon gar nicht der Vasall der Sowjetunion, sondern wir sind ein eigenständiger Staat, der, weil es eben geografisch so ist, zwischen Deutschland und Russland liegt, aber wir sind ein eigener Staat und wir möchten selbst entscheiden, wie wir unsere Außenpolitik gestalten. So verständlich, wie das aus heutiger Sicht klingt, so gefährlich war es aus damaliger Sicht. Denn die Polen hatten natürlich hier mit zwei sehr starken Mächten zu tun, zwischen denen man jetzt in einer Sandwich-Position lag. Und die Möglichkeit, dass man von einem dieser beiden Länder oder eben möglicherweise von beiden Ländern auf die Schippe genommen werden würde, war natürlich nicht auszuschließen. Anfang 1939 wurden diese Gespräche noch einmal intensiviert und dann schließlich im März 1933, April 1933 nochmals intensiviert. Denn jetzt hatten die Deutschen das Gefühl, dass sie ein neues Druckmittel hätten. Denn jetzt hatte man die Tschechoslowakei endgültig zerschlagen, hatte damit die militärische Kraft der Deutschen gezeigt und eben auch vorgeführt, dass die westlichen Mächte wie Frankreich und Großbritannien offenbar gar nicht bereit waren, in einem solchen Fall zu intervenieren. Und das war natürlich auch für die Polen gefährlich, denn die Franzosen
Franzosen hatten ja, wie man jetzt sehen konnte, ihre Sicherheitsgarantie für Tschechien, die sie nach dem Ersten Weltkrieg gegeben hatten, nicht eingelöst. Und die Sicherheitsgarantie, die man den Polen gegeben hatte, hätte ja möglicherweise auch nicht eingelöst werden können. Und dann hätten die Polen mit heruntergelassenen Hosen dagestanden. Insofern war das Vorgehen der polnischen Regierung jetzt mit vielen Fragezeichen versehen. Als die Polen im April nach wie vor ihre Eigenständigkeit betonen, platzte Adolf Hitler auf gut Deutsch der Kragen. Denn jetzt war er nicht mehr bereit, auf die Polen in irgendeiner Weise zuzugehen. In Folge wurde der Fall Weiß, also der militärische Überfall auf Polen, in die militärische Vorbereitung gegeben. Und damit war im Grunde der Anfang für die Entwicklungen des späteren Jahres gesetzt. Dass nun der Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 seitens der Westmächte eine ganz andere Reaktion hervorrufen sollte als noch zuvor bei der Tschechoslowakei, hing auch damit zusammen, dass in der britischen Bevölkerung und überhaupt auch in der britischen Politik vor allem ein Umdenken eingesetzt hatte. Denn lange war es ja so gewesen in den 30er Jahren, dass man im Rahmen der sogenannten Appeasement-Politik versucht hatte, Hitler zu beschwichtigen. Man hatte jedes Mal gedacht, wenn man Hitler jetzt noch irgendwie einen Knochen hinwirft, dann wird er irgendwann Ruhe geben. Doch tatsächlich war das jedes Mal eine neue Einladung für Hitler, denn er sah darin eine Schwäche der westlichen Mächte und jedes Mal, wenn man ihm einen Knochen hinwarf, gab er sich nicht zufrieden und forderte im Grunde einen weiteren Knochen. Das entscheidende Umdenken der britischen Regierung hing damit zusammen, dass man nun immer mehr ein Gefühl dafür entwickelte, dass Adolf Hitler eigentlich gar nicht an der Revision der Grenzen des Ersten Weltkrieges interessiert war. Das war nämlich der Eindruck gewesen, den man lange Zeit noch hatte und den man in gewisser Weise auch noch für gerecht gehalten hatte. Sondern man gewann zunehmend den Eindruck, dass Adolf Hitlers nationalsozialistisches Deutsches Reich im Grunde eine neue imperiale Macht war, die auf der Suche war, neue Gebiete zu erschließen und fremde Völker zu unterdrücken. Und das führte dazu, dass die Briten nun immer stärker anfingen, gegenzusteuern. Der britische Außenminister Lord Halifax betonte, man müsse Hitler im Notfall auch militärisch einbremsen können. Man sollte jetzt erstmal schauen, was Hitler macht. Polen sollte quasi zur Bewährungsprobe werden, ob man die Appeasement-Politik weitermachen konnte oder nicht. Aber man musste eben auch bereit sein für den militärischen Fall, falls Hitler keine Ruhe geben würde. In Folge erhielten nun die Polen eine britische Sicherheitsgarantie, also eine Sicherheitsgarantie, die man ihnen nach dem Ersten Weltkrieg seitens Großbritanniens verweigert hatte, allerdings von Frankreich bekommen hatte. Und so hatte man jetzt nun zwei Sicherheitsgarantien, eine von Frankreich, die man bereits vorher hatte, und eine neue durch die Briten. Diese Doppelsicherheitsgarantie war insofern wichtig, als dass Franzosen oder Briten jeweils alleine nie in einen Krieg gegen das Deutsche Reich gegangen wären. Doch jetzt hatte man sich seitens der ehemaligen Entente, also Frankreich und Großbritannien, zusammengefunden und hatte erklärt, wir stellen Polen unter unseren Schutz. Und damit musste Hitler im Kriegsfall rechnen, dass sowohl Franzosen als auch Briten, zwei Großmächte dieser Zeit, ihm gegenüberstehen würden. Tatsächlich arbeiteten Briten und Franzosen sogar daran, eine europäische große Allianz zu schmieden. Man wollte also vor allem auch die Sowjetunion ins Boot holen für einen möglichen Krieg, denn damit hätte man einen Zwei-Fronten-Krieg gegen das Deutsche Reich öffnen können, der ja die deutschen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg so stark überdehnt hatte. Doch dass das bei Kriegsbeginn so wichtige Bündnis mit der Sowjetunion schlussendlich nicht zustande kommen sollte und damit auch diese große Allianz nicht zustande kommen sollte, hatten vor allem die Briten selbst verschuldet. Denn zum einen hatte man bereits 1938 bei der Münchner Konferenz Josef Stalin in gewisser Weise verprellt, denn die Sowjetunion hatte man von diesen Gesprächen ausgeschlossen und insofern hatte Stalin eine gewisse Skepsis schon gegenüber den Westmächten. Und zum anderen war es so, dass ein Bündnis mit der Sowjetunion aus britischer Sicht vor allem in den britischen Kolonialgebieten für Ärger sorgen konnte. Denn das britische Empire erstreckte sich ja über große Teile der Welt und dort hatte man eben andere Gegebenheiten als auf den britischen Inseln in Europa. Und insbesondere die Grenzstreitigkeiten zwischen Russland und Japan, die möglicherweise das japanische Kaiserreich eben in diesen Krieg hätten hineinziehen können, waren für Großbritannien ein Problem. Denn dann wäre man plötzlich über dieses Bündnis in kriegerische Auseinandersetzungen mit den Japanern in verschiedenen Kolonialgebieten der Briten gekommen. Und das hätte natürlich die militärischen Mittel in Europa geschwächt, denn dann hätten die Briten an verschiedenen Punkten ihres großen Empires kriegerische Auseinandersetzungen gehabt, die mit großen militärischen und finanziellen Aufwand verbunden gewesen wären. Und deswegen hatte der britische Premierminister Chamberlain von Anfang an gesagt, sollten wir einen Krieg mit den Deutschen führen, auch wenn wir das eigentlich ja gar nicht möchten, dann muss dieser Krieg europäisch lokalisiert sein. Er muss in Europa ausgetragen werden und darf sich nicht über die Welt erstrecken. Schlussendlich sollte natürlich, wie wir wissen, das Gegenteil davon eintreten. Abseits der militärischen Allianz hatten Franzosen und Briten in diesem Poker gegen Adolf Hitler vor
vor allem auf die Stärke des polnischen Staates gesetzt. Man hatte angenommen, dass die polnische Armee wesentlich stärker war, als das in der Realität der Fall war. Und auf der anderen Seite hatte man die sowjetische Armee, die Rote Armee, massiv unterschätzt. Denn man war der Annahme gewesen, dass durch die stalinistischen Säuberungen Mitte der 30er Jahre, die auch das Offizierskorps gesäubert hatten in der Sowjetunion, die Rote Armee erheblich geschwächt worden sei. Tatsächlich sollte die Sowjetunion auch massive Schwächen im Winterkrieg gegen Finnland 1939 zeigen, doch es sollte eben immer noch reichen, um die Polen letztlich bekämpfen zu können. Und da hatte man eine riskante Fehlkalkulation vorgenommen, die polnischen Streitkräfte, wie gesagt, zu stark eingeschätzt und die sowjetischen als zu schwach, von den deutschen Streitkräften mal ganz zu schweigen. Kritische Äußerungen in dieser Zeit von amerikanischer Seite zu Hitlers Politik ließen zumindest in weiter Ferne irgendwie aufblitzen, dass möglicherweise die Amerikaner in einem Kriegsfall ebenfalls intervenieren könnten. Doch auch das war ein Poker, denn die Amerikaner steckten zu dieser Zeit politisch gesehen immer noch im Isolationismus. Man wollte eigentlich mit den europäischen Probleme nichts zu tun haben. Europäische Angelegenheiten und europäische Kriege sind europäische Kriege, so die weit verbreitete Annahme in den USA. Und insofern war ein Eingreifen der Amerikaner im Falle eines Krieges überhaupt nicht klar. Da ein Eingreifen der USA, wie gesagt, von Beginn an eine umstrittene Sache gewesen war, legte sich der Fokus der westlichen Demokratien jetzt vor allem auf die Sowjetunion. Wie würde sich die Sowjetunion in einem Konfliktfall mit dem Deutschen Reich verhalten? Würden sie einen Angriff gegen Hitler unterstützen? Dann, wie gesagt, hätte man den Zwei-Fronten-Krieg aufmachen können und das nationalsozialistische Deutschland wäre vermutlich schnell unter der Last dieser zwei Fronten zerdrückt worden. Oder aber würde die Sowjetunion sich aus dem Konflikt heraushalten? Dann wäre natürlich die Entwicklung wieder offen. Doch wie gesagt, spätestens seit September 1938 im Zuge der Münchner Konferenz hatten die Westmächte Josef Stalin und die Sowjetunion einmal mehr geprellt. Und Stalin hatte immer mehr den Eindruck, als die Westmächte nun ankamen und ihn in eine große Allianz drängen wollten, dass man die Sowjetunion nur dann aufsuchte, wenn die Kastanien aus dem Feuer holen sollte, so drückte es Stalin aus, für die westlichen Mächte. Denn die Sowjetunion und Stalin waren nicht länger bereit, immer nur dann konsultiert zu werden, wenn der Westen etwas von ihnen wollte. Da in dieser Zeit natürlich auch die deutsche Außenpolitik und das Auswärtige Amt in Deutschland nicht geschlafen hatten, hatte man natürlich mitbekommen, dass dieser Streit zwischen den westlichen Demokratien und der Sowjetunion offenbar tiefer ging, als man zunächst gedacht hatte. Und jetzt fasste man im Auswärtigen Amt den Entschluss, ja na gut, wenn die Sowjetunion hier Probleme hat mit Großbritannien und Frankreich, da kann uns hier eigentlich gar nichts Besseres passieren, sondern da müssen wir jetzt auf die Sowjetunion zugehen und müssen denen das bessere Angebot machen, müssen denen klar machen, warum ein Zusammengehen mit dem Deutschen Reich die wesentlich bessere Alternative ist, als die andere Möglichkeit, ein Zusammengehen mit den westlichen Demokratien. Auf den ersten Blick wirkt das sehr befremdlich, denn diese zwei Systeme waren natürlich von ihrer ideologischen Basis grundverschieden. Der Nationalsozialismus auf der einen Seite und der russische Bolschewismus auf der anderen Seite waren grundlegend unterschiedliche Systeme in vielerlei Hinsicht, zumindest wurde das so in der eigenen Lehre verkauft. Und deswegen war von Anfang an diese Annäherung zwischen der Sowjetunion und Deutschland, die 1939 erfolgen sollte, umstritten gewesen. Die pragmatischen Politiker auf beiden Seiten waren zwar der Meinung, das macht Sinn, denn hier kann man für beide Seiten etwas rausschlagen, doch die Ideologen auf beiden Seiten waren von diesem Projekt natürlich überhaupt nicht begeistert. Der Chefideologe der NS-Ideologie und Vertraute von Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, kochte im Grunde vor Wut, denn hier sah er die Grundlagen des NS-Systems verraten. Doch Hitler hatte schlussendlich das Sagen und Hitler war der Meinung, zumindest vorerst sollte man der pragmatischen Außenpolitik den Vorzug geben und die Sowjetunion stärker an das Deutsche Reich binden. Und ähnlich war es natürlich auf der anderen Seite, denn genauso wie Adolf Hitler war auch Stalin ein pragmatischer Politiker, der natürlich versuchte, irgendwo da Vorteile für sich rauszuholen, wo sie eben gerade greifbar waren. Abseits dieser ideologischen Unterschiede hatten aber natürlich das Deutsche Reich und die Sowjetunion auch Gemeinsamkeiten, und zwar die Idee eines Imperialismus. Beide Staaten wollten wachsen, wollten sich ausdehnen, ihren Einfluss ausbauen, neue Gebiete erobern. Und mit der Sowjetunion konnte der Nationalsozialismus erstaunlich schnell neue Gebiete und Einflusssphären abstecken, ohne da groß in Knatsch zu geraten. Und das erwies sich natürlich als ein glücklicher Vorteil für beide Seiten. Das Ergebnis dieser Entwicklung war dann schlussendlich der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt oder besser bekannt als Hitler-Stalin-Pakt. Dabei war noch nicht mal der Hitler-Stalin-Pakt wirklich so entscheidend gewesen, sondern das aus heutiger Sicht Einschneidende war natürlich das geheime Zusatzprotokoll dieses Vertrages, was
die Zerschlagung des polnischen Staates festlegte. Denn nun hatten die Deutschen und die Sowjets in diesem neuen Vertrag, in dem Hitler-Stalin-Pakt, festgelegt, dass man Polen untereinander aufteilen sollte. Die westpolnischen und zentralpolnischen Gebiete sollten an Deutschland fallen und die ostpolnischen Gebiete, die westukrainischen Gebiete mit Lemberg und Städten dieser Art, sollten an die Sowjetunion gehen. Und damit wurde eine Einflusssphäre zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion abgesteckt, was natürlich jetzt für den Westen ein Totalreinfall war. Denn anstatt einen Keil zwischen die Sowjetunion und das Deutsche Reich zu treiben, hatte man jetzt aufgrund der eigenen schwachen Angebote diese zwei Großmächte zueinander getrieben und damit zumindest mal die Sowjetunion aus dem Konflikt herausgedrängt, möglicherweise sogar als potenziellen zukünftigen Kriegsgegner gewonnen. Diese Entwicklung bedeutete natürlich nicht, dass Stalin jetzt von heute auf morgen eine besondere Beziehung zu Adolf Hitler aufgebaut hätte. Diese zwei Männer waren grundverschieden, aber in vielerlei Hinsicht auch sehr ähnlich, aber beide waren eben Demagogen und beide verfolgten ihre eigenen egozentrischen Ziele. Und das Ziel beider Mächte war natürlich Dominanz in Europa und deswegen war es abzusehen, dass irgendwann in ferner Zukunft diese zwei Staaten natürlich aufeinanderprallen würden. Weder Adolf Hitler noch Josef Stalin hatten sich da große Illusionen gemacht, denn am Ende des Tages bestimmte immer noch Ideologie, auch die Außenpolitik, und da waren diese zwei Systeme Erzfeinde. Adolf Hitler war der Meinung, wenn ich Stalin gewinnen kann und damit die Ostfront beruhigen kann, also die Ostflanke absichern kann, dann kann ich in Ruhe meinen Krieg gegen Frankreich und möglicherweise gegen Großbritannien im Westen führen, ohne Angst haben zu müssen, in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt zu werden, wie im Ersten Weltkrieg. Stalin dachte dabei ähnlich. Er war der Meinung, ich lasse jetzt mal Hitler gegen die westlichen Mächte kämpfen. Ich mag die westlichen Demokratien genauso wenig wie den Nationalsozialismus, sollen diese zwei verhassten Systeme sich doch untereinander bekriegen und der Kriegssieger, der am Ende dann total geschwächt sein wird, den können wir dann im Grunde fertig machen oder dominieren und damit unseren Einfluss leicht und ohne Krieg sogar ausbauen. Stalin hatte also ohne Zweifel mit einem zukünftigen Krieg mit dem Deutschen Reich fest gerechnet. Doch dass dieser Krieg von Adolf Hitler so schnell, nämlich bereits im Sommer 1941, vor die russische Haustür getragen würde, im Rahmen des Unternehmens Barbarossa, damit hatte Josef Stalin offenbar nicht gerechnet oder nur sehr eingeschränkt gerechnet. Und entsprechend schlecht vorbereitet war die Rote Armee bei dem deutschen Überfall der Wehrmacht im Sommer 1941 mit dem Ergebnis, dass die Wehrmacht weit in russisches Gebiet vordrang und die Existenz der Sowjetunion ins Wanken brachte. Vor allem für Adolf Hitler war der Hitler-Stalin-Pakt ein außenpolitischer Erfolg. Denn Hitler war der Meinung, die westlichen Mächte haben ja vorher schon gekniffen, als wir alleine waren, haben bei der Tschechoslowakei gekniffen, haben davor bei anderen Dingen gekniffen, bei Österreich und so weiter. Und jetzt haben wir die Sowjetunion als potenziellen Kriegsverbündeten der westlichen Mächte aus dem Rennen genommen. Und jetzt werden die westlichen Mächte erst recht vor uns zurückschrecken. Jetzt haben die erst recht nicht mehr den Mut, gegen uns vorzugehen. Doch hier kam nun zum ersten Mal eine massive Fehlkalkulation Hitlers. Denn die Briten hatten Hitler ganz klar auch nach dem Ausscheiden der Sowjetunion kommuniziert, dass man im Falle eines Angriffs auf Polen nicht zurückschrecken werde und dieser Krieg dann kommen würde. Doch Hitler nahm die Drohungen der Briten nicht ernst, überfiel am 1. September 1939 Polen und löste damit eine Reaktion von Franzosen und Briten aus. Tatsächlich kamen nun die verschiedenen Kriegserklärungen und Europa und große Teile der Welt sollten sich im Zweiten Weltkrieg wiederfinden. Doch für die Polen selbst, genau wie für die Tschechen zuvor, kam diese Hilfe der Briten und Franzosen natürlich zu spät, denn Polen fiel innerhalb weniger Wochen nach diesem Blitzangriff der deutschen Streitkräfte und sollte damit einmal mehr eine eigenständige Existenz aufgeben müssen. Der nun ausbrechende Zweite Weltkrieg sollte bis 1945 dauern, Millionen von Todesopfern fordern und den schlimmsten Völkermord der Moderne beinhalten. So viel erstmal bis hierhin in diesem Mini-Überblick zum letzten Schritt der nationalsozialistischen Außenpolitik bis zum Zweiten Weltkrieg. Damit, mit dieser Folge, endet vorerst zumindest diese Reihe zur deutschen Außenpolitik bzw. zur nationalsozialistischen Außenpolitik. Alles, was jetzt politisch in irgendeiner Form relevant wird für die Zeit nach 1939, wird dann im Zusammenhang mit Videos zum Zweiten Weltkrieg behandelt werden. Insofern erstmal bis hierhin ein großes Dankeschön für das Zusehen bis hierhin in dieser Reihe zur deutschen Außenpolitik. Falls euch diese Folge und die Reihe insgesamt, könnte man jetzt sagen, gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenanregungen und anderen Vorschlägen und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei welcher Folge und welchem Thema auch immer.
Macht's gut.